Manche Songs, die kicken mich halt so, dass ich es spannend finde, auch meine eigene Interpretation von, auch Lieblingssongs von mir, mit Supertramp ist geil, habe ich immer, auch als ich klein war, fand ich schon immer stark den Titel und dann habe ich mir so jetzt gedacht, so produktionstechnisch, den kann man auch so ein bisschen akustischer halten, ein bisschen perkussiver. Mein Bruder hat Gitarre gespielt auf diesem Track, hat irgendwie schöne Soli gespielt, wie ich finde. Und auf Italienisch habe ich da einen neuen Text geschrieben, der sich zwar anlehnt auf die anlehnt an die Kernaussage von Roger Hodgson und Davis, die sozusagen den Song ausgeschrieben haben, aber das ist so ein bisschen meine eigene Interpretation. Mhm. Also der rote Faden bleibt bestehen. Wenn, als man klein war, waren die Probleme vielleicht geringer und jetzt, je älter man wird, desto mehr Praxis und mehr Logik kommt rein und desto größer werden dann auch die Aufgaben, aber wer weiß schon, was aus uns sein wird. So ein bisschen ist der Tenor, aber aus meiner Sicht, also so wie ich den Song verstehe. Zu keiner Zeit der Versuch, es besser zu machen, kann man auch, glaube ich, gar nicht, sondern einfach nur anders, aus einer anderen Perspektive, in einer anderen Interpretation. Und